Erinnern Sie sich, 16.03.2020, erster Corona-Lockdown. Niemand durfte ohne triftigen Grund nach 22 Uhr das Haus verlassen. Der Staat hat sie eingesperrt. Der Staat hat ihnen vorgeschrieben, was sie leisten müssen, um zu arbeiten, um ihr Geld verdienen zu dürfen. Sie mussten testen, sie mussten Masken tragen, sie mussten impfen, sie mussten Abstand halten. Und glauben Sie, dass es vorbei ist? Ja, glauben Sie das? Ja, Gratulation! Sie haben noch nichts von Gesundheit gehört. Sie haben nichts von Freiheit verstanden. Jemand, der jemanden zu einer medizinischen Maßnahme zwingt, hat keine Ahnung von Gesundheit und Freiheitsrechten der Menschen. Sebastian Kurz tritt vor die Kameras mit folgenden Worten: Jeder wird jemanden kennen, der an Corona gestorben ist. Das hat dramatische Folgen. 16.03.2020, vor 4 Jahren, erster Lockdown. Angst! 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 Abstand! Maske auf! Maske runter! Test! Test! Maske auf! Impfen! Registrieren! Und an alle, die glauben, dass vorbei ist, im Mai läuft der WHO-Pandemievertrag, um das zu wiederholen. Steht auf, dieses System meint es nicht gut mit den Menschen.